Wunderschönen guten Morgen. Also die Königskerze. Die Königskerze ist ja als Fackel genutzt worden. Man hat natürlich oben, also man hat sie erst getrocknet und dann hat man sie noch in Blablub getränkt, damit es auch länger brennt. Ja, aber was ich viel interessanter finde ist, das nächste Exemplar ist schöner, da gehen wir jetzt gleich mal hin, ist etwas ganz anderes, was man mit den Blättern machen kann. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, deuten diese, das ist so eine alte Bauernweisheit, habe ich noch nicht so abgespeichert, dann deuten diese Blattgröße, also die Größe dieser Blätter, deutet jetzt auf einen milden Winter hin. Also für alle, die jetzt denken, sie frieren, laut der Königskerze, nö, wir frieren nicht. Es bleibt im Rahmen der angenehmen Temperaturen. So, jetzt gehen wir hier ist ne, von gestern das Video. Tata, da gehe ich gleich frühstücken. Jetzt gehen wir noch mal zu der nächsten. Wenn irgendjemand weiß, was man noch außer Schmetterlinge glücklich machen, ne, mit dem Sommerflieder machen kann, kann er mir gerne sagen. Hier sind die Blätter schöner, aber auch noch klein, deswegen ein milder Winter. Die Blätter, die sind so zart und weich. Hat jemand eine Idee, wofür man diese Blätter benutzen kann, wenn die so zart und weich sind? Ja, fast dreilagig oder sogar vierlagig fühlen sie sich an. Ja, also diese Blätter sollen super gut sein, um sich den Popo abzuwischen. Sprich, ihr braucht eigentlich nur zig Königskerzen im Garten. Ja, es kommt irgendwie nicht so hin, ne? Ich fände es auch super schade. Ich finde eine Flasche, hier so eine kleine 500 Milliliter Flasche mit Wasser, ja, die reicht auch. Die kann man immer mitnehmen zum Klogang und sich dann den Popo damit säubern. Und dann hast du noch ein kleines Taschentuch in der Hand oder ein Handtuch und dann ist alles wieder gut. Aber ist schon verführerisch. Ist richtig, richtig weich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.